Tarantinos erster Roman, Autos Outer Space bei Antjes frischen Film und die Game of Thrones Prequel-Serie. Das ist was mit Film. Hallihallo und herzlich willkommen zu Was mit Film. Mein Name ist Mirko Musow und bei mir im Studio wie immer Niki Winczkowski. Wie geht's? Bin müde, lass loslegen. Okay, wir werden dich sowas von aufwecken mit der neuen Ausgabe von Was mit Film. Es gibt richtig viel zu erzählen heute. Aber zuerst müssen wir beginnen mit einer kleinen Richtigstellung, denn ich habe Quatsch erzählt vor zwei Folgen. Dune von Denis Villeneuve ist natürlich nicht auf dem Cannes Film Festival, sondern auf dem Venedig Film Festival, bei den Filmfestspielen von Venedig, und die waren ja noch gar nicht. Die kommen ja erst noch im September. Das heißt, am 3. September ist es, glaube ich, soweit, genau, wird Dune dann das Licht der Welt erblicken, und ja, das ist mir schon ein bisschen peinlich, deswegen werfe ich sogar gleich einen ganzen Euro ins Jaja-Dings und drücke sogar nochmal den Buzzer. Sorry, aber vielleicht wird das auch ein bisschen die Strategie hier, dass wir pro Folge eine Falschmeldung streuen und ihr müsst dranbleiben bis zur nächsten Woche, um zu sehen, was es wirklich war. Also verlasst euch auf nichts hier. Das ist, glaube ich, ganz gut. Apropos Cannes. Wir sind immer noch in Berlin, wir sind immer noch nicht in Cannes, wir sind immer noch nicht auf dem Carpet Rouge und interviewen die Stars nächstes Jahr vielleicht, wer weiß. Denn da geht ja wohl einiges dieses Jahr von der englischsprachigen Presse vor allem immer daraufhin abgeklopft. Ist da ein Film für die Oscars dabei? Ist scheinbar überhaupt gar nichts anderes irgendwie wichtig oder interessant. Immer nur, ist der neue Film mit Matt Damon? Könnte das ein Oscar-Contender sein? Ist die neue Doku von Oliver Stone? Könnten wir das beim besten Documentary-Feature sehen bei den Oscars? Oscars, Oscars, Oscars. Als gäbe es das Cannes-Filmfestival gar nicht eigentlich. Also ganz weird. Aber zum Beispiel der neue Film mit Matt Damon, Stillwater, der von Tom McCarthy, der Regisseur ist von Spotlight, der ja den besten Film Oscar gewonnen hat damals und der seitdem auch nichts Nennenswertes mehr gemacht hat, könnte wohl zumindest für Hauptdarsteller Matt Damon ein Oscar-Contender sein. Das ist doch schon mal spannend, klingt doch gut. Lea Seydoux hat Covid-19. Oh. Hat Covid-19, ist aber schon geimpft, deswegen ist das auch nicht so schlimm. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, mach's gut, Lea. Ich hoffe, es dir geht's bald. Sie ist asymptomatisch wohl. Aber bleibt trotzdem drin. Man kann es ja wohl auch übertragen, selbst wenn man es selbst nicht spürt. Deswegen, ich bin sicher, in der riesigen Pariser Altbauwohnung oder ist es gleich ein ganzes Haus, man weiß es nicht, wird das schon gehen. Und gut behandelt wahrscheinlich auch. Ja, ich denke schon. Black Widow. Wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, der neue Marvel-Blockbuster Black Widow. Und ist der allerperfekteste Moment, um auf eine Vorhersage zurückzugreifen, die ich gemacht habe vor 1000 Jahren. Nämlich, wir sprachen ja über, ich glaube im Kontext von Cruella, über diese 22 Euro und du kannst den Film von zu Hause streamen Möglichkeit, die es bei Disney Plus gibt. Und ich habe gesagt, nie im Leben kauft jemand wirklich für 22 Euro so einen Film. Und jetzt haben wir die Numbers. Und zwar hat jetzt Disney, was wohl ziemlich neu ist, weil normalerweise ja alle alles für sich behalten, alles mega geheim, mal öffentlich gemacht, wie groß der Anteil an dem weltweiten Einspielergebnis von Black Widow jetzt wirklich durch diese, wie heißt das, VIP-Zugang-Möglichkeit ist. Premier Access, glaube ich. Genau, Prime Access. Ja, genau, Premier Access. Und zwar, rate mal, von insgesamt 218 Millionen Dollar. Wie viel davon ist durch den Premier Access zustande gekommen? Ich hatte ja gesagt, ich werde mal ein bisschen lower ansetzen als sonst. Please. Sagen wir, wie viel waren es? 218 Millionen? 218,8 Millionen Dollar. Sagen wir 80 Millionen. Wieder ein bisschen zu hoch angesetzt. Naja, macht ja nichts. Es sind trotzdem 60 Millionen Dollar, was 27% sind ungefähr. Das ist, und das eine Menge. Ist, also wir reden hier über das Startwochenende. Das ist ganz schön viel. Das ist echt ganz schön viel. Und bedeutet, dass von den insgesamt 103 Millionen Abonnenten von Disney Plus 2 Millionen roundabout diese Option gebucht haben müssen. Leute, habt ihr zu viel Geld? Ich weiß auch nicht. Oder habt ihr eine Party gefeiert und habt das geteilt? Also das hoffe ich mal. Oder es ist scheinbar doch ein Ding und ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass das so bleiben könnte. Und ich meine, natürlich, wir lieben das Kino, wir freuen uns, wenn diese Kultur erhalten bleibt. Grundsätzlich möchte ich jetzt aber natürlich auch keinem, der das Haus nicht verlassen will oder möchte oder kann, diese Möglichkeit nehmen und sagen, nein, du musst jetzt aber ins Kino gehen und es dir da angucken. Ich will nicht, dass du das streamst. Ist natürlich schade, aber
Aber schon ein bisschen frech, wenn man sich das so anguckt. Ich meine, du zahlst ja für das Abo und dann noch für eben so einen Film musst du drauflegen. Klar, du kannst 3 Monate warten und sagen, du guckst es dir in 3 bis 5 Monaten an, wenn es halt normal verfügbar ist. Aber so für den Anfang, wenn du wirklich gehypt bist und das sehen willst, finde ich das schon grenzwertig. Was? Dass die 21,99 Euro so dafür verlangen, ist. Ja, für na gut, einen Film. Da würde man ja denken, marktwirtschaftlich würde das einfach dann verschwinden, wenn dieses Angebot von keinem wirklich genutzt werden will, wenn man ja eigentlich ins Kino gehen kann, dann dürfte es das ja nach 2 Monaten eigentlich nicht mehr geben. Aber wenn man jetzt liest, 2 Millionen Leute haben das da irgendwie, also 27% von diesem Opening Weekend Geld generiert sich durch diese Option, dann zeigt das ja offensichtlich, dass Leute das gut finden und bereit sind, das zu bezahlen. Und da wird Disney ja auch schön blöd, um zu sagen, das ist abzuschaffen. Oder sind wir doch zu dreist? Nein, dann lassen wir das mal lieber sein. Also scheinbar ist es, was die Leute wollen und dann sollen sie es auch haben. Das heißt, deine Aussage wird revidiert und es bleibt weiterhin so, dass Disney definitiv gut ist. Ich würde sagen, das ist long term. Spätestens okay, wenn wir irgendwann diesen ganzen Block austauschen, ist sie weg. Aber wir können immer mal wieder drauf zurückkommen und gucken, wie sich das, das Kino hört ja nie auf, hoffentlich. Ja, und können gucken, wie sich das so entwickelt. Was haben wir noch? Ah, es liegt ja sogar hier. Quentin Tarantino hat seinen ersten Roman rausgebracht. Und zwar ist es die Romanisierung. Das ist falsch, aber es ist das, der Roman zu Once Upon a Time in Hollywood. Der auch bei Netflix zu sehen ist aktuell. Ab heute, glaube ich, ne? Yes. Ja. Ein Film, den wir beide nicht besonders mögen. Das ist ja hier als Buch. Cool. Und ist, ja, wie lang ist es denn? So knapp 400 Seiten, glaube ich, ja, 410 Seiten. Man soll ja, wenn man in die Buchhandlung geht, einfach mal ein Buch aufschlagen und auf irgendeiner Seite mal genau so einen Satz lesen und gucken, ob es einem passt oder nicht. Ich habe ja aus sehr guter Quelle erfahren, dass das Buch nicht so dolle sein soll. Habe ich auch, oder zumindest umstritten. Also ich habe gelesen, die Stuttgarter Nachrichten finden es gut. Da wird sich Tarantino freuen. Aber an anderer Stelle wird es auch so ein bisschen dafür gerügt, dass es ein bisschen zu boring der ist. Film auch? Vielleicht auch wie der Film, ja. Also ich schau mal, blieb, blub, blub. Ach du Scheiße, dachte die platinblonde Sexbombe. Fängt gut an. Okay, also. Ach du Scheiße, dachte die platinblonde Sexbombe. Wenn das jetzt repräsentativ ist für den Rest des Buches. Uiuiui, okay, warte, ich will mal fairerweise noch einen zweiten Satz rausnehmen. Blub. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Fragte der Unhold in Braun den Unhold in Rot. Gut. Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ja, verspricht palpig zu sein, liest sich ganz so. Ist natürlich interessant, Tarantino, der sich irgendwie auch so ein bisschen an dem Pulp-Kino orientiert, orientiert er sich auch an der Pulp-Literatur, ist natürlich die Frage. Und es klingt jetzt ganz erstmal so für mich. Könnte ja ein interessantes Experiment sein. Andererseits, es gibt ja dieses Genre eigentlich gar nicht so, erst der Film, dann das Buch. Ja, oder? Also mittlerweile glaube ich schon verhäuft. Hm. Oder dann hast du halt die Bücher zum Film. Zählt das schon als diese Genre? Ja, okay, oder wahrscheinlich nicht? Schon. Du meinst diese ganz nicht so guten Bücher zu Mass Effect und Star Trek Academy und was so im Talia in der ganz hintersten Ecke rumliegt, so, wo man denkt, wer hat denn dieses Cover gefotoshoppt? Also das ist dieses ganz, ja gut, vielleicht ist das die palpige Literatur. Oh, hör mal, wer da hämmert. Da schaut jemand einen Christopher Nolan Film über uns, offensichtlich. Und da hat es schon aufgehört. Sehr gut. Ja, also hast du grundsätzlich Interesse? Willst du es auch mal in die Hand nehmen? Ich nehme es gerne mal in die Hand. Ich werde versuchen, es nicht voll zu schwitzen. Es soll ja auch ein paar interessante Geheimnisse beinhalten, die nämlich dieser Film offen gelassen hat. Zum Beispiel hat Brad Pitt, a.k.a. Cliff Booth, wirklich seine Frau mit einer Harpune erschossen, als sie auf See waren. Und das wird wohl im Buch abschließend geklärt. Ich weiß es schon, ich habe es gelesen. Nicht das Buch, aber die News. Und falls ihr Interesse habt, das auch zu erfahren, könnt ihr dieses Buch gewinnen hier bei Fred Carpet. Und zwar, indem ihr uns sagt, welches euer Lieblingszitat aus einem Quentin Tarantino-Film ist. Außer das Bibelzitat aus Pulp Fiction. Das können wir alle nicht mehr hören. Es nervt, wenn das jemand zitiert. Ich will das nie wieder in meinem Leben, außer in Pulp Fiction selbst, hören oder sehen. Also bitte, gebt uns irgendwas anderes. Bitte. Hast du spontan irgendwie ein Lieblingszitat von Tarantino? Wenn ich das jetzt sage, dann steht er vielleicht auch in den Kommentaren. Lass erstmal die Leute machen. Das können wir nächste Woche dann auflösen. Gut. Es gab eine Zeit, in der ich Kill Bill richtig cool fand, wo ich immer, ach so, gesagt habe, für ach so, weil das Beatrix Kiddo immer sagt, ach so.
Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ist vielleicht auch okay. Sind alle ziemlich genervt um mich herum. Also, kommentiert und dann könnt ihr dieses Buch bald euch gehören. Wir informieren euch dann über euren vielleicht Gewinn. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Kinostarts der Woche an, die ich wie immer mit Antje besprochen habe. Viel Spaß. Einen schönen guten Tag, liebe Antje. Wie geht's dir? Einen schönen guten Tag, lieber Milko. Es geht mir gut. Ich habe gerade, wie man sehen kann, ein neues Video für Fred Karpf aufgenommen. Du guckst gerade schon wieder so. Man erkennt an meinem Hintergrund ja gerne, worum es geht. Worum ging es diesmal? Also ich sehe Zootopia, ich sehe Frozen, ich sehe Pocahontas. Es geht wahrscheinlich um die Disney Animation Studios irgendwie. Was du nicht sehen kannst, oben stehen auch noch ein paar Zeichentrickfilme. Also bin es geht tatsächlich um meine 10 liebsten Disney-Zeichentrickfilme. Ah, okay, spannend. Wir haben ja vor, ich glaube, 3 Folgen bei Was mit Film auch darüber gesprochen und uns gestritten, ob der Glöckner von Notre Dame ein cooler Disney-Film ist oder nicht. Hast du da auch eine eckige Meinung zu? Ich sag mal so, er taucht, ist lustig, dass du ausgerechnet den fragst, zu dem fragst, er taucht sehr weit oben auch bei mir, ja. Okay, jetzt hast du mich gehuckt. Ich bin dabei. Du hast uns wieder 3 Filme mitgebracht. Worum geht's? Das ist richtig. Ich fange mal direkt mit dem ersten an, über den ich leider nicht so viel sagen darf, weil zu diesem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, noch das Embargo läuft. Es geht um Space Jam 2, um die Fortsetzung von Space Jam 1. Relativ schwierig, dazu etwas zu sagen. Es geht um LeBron James, um den weltberühmten Basketballer, der einen Sohn hat und er möchte, dass dieser Sohn in seine Basketballer-Fußstapfen tritt. Aber er ist eben eher ein Computer-Nerd, hat schon sein eigenes Computerspiel programmiert und ja, möchte halt eher so in diese Richtung gehen. Und dann hat Warner Brothers die glorreiche Idee, LeBron James zur Hauptfigur eines neuen Computerspiels zu machen. Und der Algorithmus, ja, läuft dann quasi amok, als LeBron James diese Idee nicht so gut findet und saugt ihn in sich hinein. Plötzlich findet er sich halt bei den Looney Tunes wieder und muss ein Basketballspiel gegen den Algorithmus und seine Mannschaft gewinnen. Das ist die Story. Das klingt unfassbar kompliziert im Vergleich zu Aliens kommen auf die Erde und wollen sie zerstören, wenn sie einen Basketball gewinnen. Da gab es ja diese eine Einstellung im Trailer, wo man im Hintergrund in dieser Basketballarena die Drools aus Clockwork Orange hat stehen sehen und das ganze Internet diskutiert hat, sind sie das wirklich, wie kommen die dahin, was soll das? King Kong hat man ja auch so ein bisschen im Anschnitt gesehen. Haben wir da ein großes Warner Brothers Movie World Mashup von verschiedenen Filmfiguren, wie vielleicht in Ready Player One oder im Lego-Movie oder so? Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen, so hat der Kollege Schröck es genannt, Ready Player Brawn. Und es ist wirklich so, also in der Zeit, wo LeBron James auch versucht, die Gruppe zu rekrutieren, mit der er dann dieses Basketballspiel bestreitet, da reist er dann auch durch so Welten wie Mad Max Fury Road. Oder er fliegt am Harry Potter Planeten oder an der Harry Potter Welt vorbei. Und am Ende, wenn sie dann auf dem Spielfeld sind, dann sieht man auch drumherum so Figuren wie Pennywise aus S beispielsweise oder eben King Kong. Man sieht wirklich ganz viele Figuren aus den Warner Brothers Welten, also dieses Spiel, um das es geht, das heißt auch Warner 3000. Also man hat auch schon so ein bisschen den Eindruck, es ist sehr, sehr selbstreferenziell und sehr, sehr meta. Und ich glaube, mit dem Vergleich Ready Player One ist man dann schon durchaus gut bedient, ja. Okay, dann habe ich jetzt zumindest irgendwie so ein perverses Interesse daran zu sehen, wie viele Marken man in einen Film reinquetschen kann und frag dich dann nicht so sehr über die eigentliche Qualität dieses Films an der Stelle. Dazu darf ich leider noch nichts sagen, aber ich verstehe das Embargo nicht so ganz. Also es wird ja gerne mal gesagt, so je schlechter der Film ist, desto näher liegt das Embargo am Veröffentlichungsdatum. Und so viel verrate ich mal, das finde ich hier tatsächlich gar nicht gerechtfertigt. Okay, was gibt's noch? Es gibt noch einen Oscar-Film, beziehungsweise einen Film, der bei den Oscars viel aufgetaucht ist, auch als Nominierter.
als bester Film, aber dann gegen Nomadland verloren hat, nämlich Minari, wo wir Wurzeln schlagen, ein Film, 100% US-amerikanische Produktion, in der auch Brad Pitt seine Finger hatte mit seiner Produktionsfirma Plan B, die aber davon erzählt, wie südkoreanische Einwohner in den USA Fuß fassen und da quasi Wurzeln schlagen. Also da auch der Untertitel, wo wir Wurzeln schlagen. Also wirklich halt diesen Culture Clash zu 100% aus der Sicht der Einwanderer quasi erzählt. Wobei man aber sagen muss, der Film fühlt sich trotzdem sehr, sehr amerikanisch an, obwohl man halt wirklich nicht sagen muss, dass die Amerikaner hier irgendwie als glorreiche Leute inszeniert werden, die jetzt den Einwanderern so das Leben wahlweise schwer oder sehr, sehr leicht machen. Also Amerikanerinnen und Amerikaner spielen hier gar nicht so die größte Rolle. Aber so von der ganzen Dramaturgie, von der ganzen Inszenierung, ist das irgendwie recht amerikanisch. Und deshalb fühlt sich der Film so ein bisschen an wie eine Mogelpackung. Die Familie, um die es geht, die wird schon sehr authentisch dargestellt. Das kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, dass der Film ein wirklich gutes Bild davon vermittelt, wie das eben ist als Einwandererfamilie in den USA, wie man sich da zurechtfindet. Also wir haben den Vater, der sehr mit voller Elan sich in diese neue Welt stürzt, in diese neue Heimat und da auch wirklich eine Chance sieht. Und wir haben auf der anderen Seite aber die Frau von ihm, die sehr zurückhaltend ist und eigentlich wieder in die Heimat möchte. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es gibt diese beiden Komponenten und die sind die ganze Zeit dafür da, eigentlich nur uns vorzubeten, dass es gute und schlechte Seiten daran gibt. Dann hat der Film einige sehr plakative Szenen, in der zum Beispiel auch der Titel 5 Minuten lang erklärt wird, dass es eine Pflanze ist, die sich überall niederlassen kann, weil sie überall Wurzeln schlagen kann. Und das ist für mich leider immer ein recht ein Indiz dafür, dass der Film mich als Zuschauerin nicht wirklich ernst nimmt. Ich muss das nicht 5 Minuten auch noch vorgekaut bekommen. Man ist im Grunde 2 Stunden in so einer Komfortzone. Deshalb verstehe ich, dass den Leute mögen, weil man mit einem guten Gefühl da rausgeht. Und weil er auch den familiären Zusammenhalt sehr veranschaulicht, aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, finde ich Minari nicht so stark. Okay, dann scheint ja der Trailer eigentlich doch dem tatsächlichen Film ziemlich nahe zu kommen, jetzt so, genau, wie du das erzählst. Also das ist wirklich während der Oscars und da werden ja dieselben Trailer immer und immer wieder abgespielt in den Werbepausen, wirklich zu meinem absoluten Hass-Trailer geworden dieses Jahres. Also dieses Zitat auch, der Film wird dein Herz brechen, um es dann wieder zusammenzusetzen. Also da habe ich wirklich das ist sehr kalkuliert, geraubt, leider. Ja, und aber auch wirklich dieser Einsatz von Musik. Man hat einfach die ganze Zeit das Gefühl, man möchte das ja irgendwie auch als ein, jetzt gerade in diesem Parasite-Fahrwasser, irgendwie als südkoreanischen Film branden, aber auch nicht zu sehr. Also auch genauso, exakt, wie teilweise koreanisch, teilweise amerikanisch dann doch im Trailer gesprochen wird. Das ist alles immer so mit so einer angezogenen Handbremse irgendwo hinfahren. Und es ist auch ein Stück weit anbiedern und sowas mag ich halt nicht. Ja, dito. Okay, last but not least. Fast and the Furious 9 startet. Es wird ein Auto ins Weltall geschossen. Die Autos fahren über eine mit Tretminen versehene Fläche. Sie fahren eine Hängebrücke, die kaputt geht, hoch. Mehr muss man, glaube ich, nicht wissen. Und trotzdem ist es vielleicht nicht ganz unspannend, auch zu sagen, irgendwie fühlt sich das alles mittlerweile recht, ja, beabsichtigt, kalkuliert, routiniert vor allem an. Denn wenn ich aus einem Film gehe, selbst wenn es Fast and Furious ist, und ich denke mir so, ja gut, die haben ein Auto ins Weltall geschossen, so what? Ich glaube, dann macht der Film irgendwie nicht so richtig was richtig. Und man hat das Gefühl, die Filmreihe hat sich ja so in der Wahrnehmung komplett geändert. Und mittlerweile geht man in die Filme und denkt sich, was haben sie sich diesmal wieder ausgedacht? Und das sieht auch vom Animationswert alles wirklich in Ordnung aus, so vom Effektwert meine ich. Aber man hat halt das Gefühl, im Grunde ist es eine einzige Ego-Schau von Vin Diesel. Also es gibt eine Szene in dem Film, wo angedeutet wird, dass er stirbt. Und diese Szene hat allein deshalb schon überhaupt keinen emotionalen Input, weil man genau weiß, Vin Diesel würde seine Reihe, die er so verteidigt und die er auch in Interviews immer mal wieder so zur Richtung Oscar positioniert, die würde er niemals verlassen. Die Reihe steckt so voller Pathos und so voller Familienappell und wir halten alle zusammen und wir sind Familie und bla. Da ist überhaupt kein Platz für selbstreferenziellen Humor. Es gibt so die eine oder andere Szene, wo die eine Figur mal sagt, ey, kann es sein, dass wir Superhelden sind, so viel wie wir schon durchlebt haben, dann wird sie ausgelacht. Und das ist der einzige Punkt, wo man mal merkt, okay, die sind sich im Film auch bewusst, wie absurd das ist. Aber sie machen halt nichts draus. Die Reihe wäre prädestiniert dafür, sich auch selber ihrer
Gaganis bewusst zu sein, ist sie aber nicht. Die nehmen das alles leider total ernst. Und deshalb bin ich nie so der größte Fan von Fast and Furious gewesen. Und wenn man in einem Film John Cena besetzt als Widersacher, in einem Fast and Furious Film, dann habe ich so meine Erwartung. Dann erwarte ich nicht, dass John Cena die ganze Zeit mit demselben Gesichtsausdruck einfach nur hinter einem Autosteuer sitzt. Und das beschreibt, glaube ich, den Film insgesamt ganz gut. Okay, vor allem, ich nehme mal an, es wird eine Fortsetzung auch angekündigt. Was soll denn jetzt noch passieren nach dem Weltall? Wohin kann man noch gehen? Das frage ich mich auch. Also entgegengesetzt waren wir schon. Es kam ja das U-Boot schon. Ich wüsste jetzt nicht, wie sie sich da noch steigern sollen. Und das sehe ich auch echt als Problem an für den nächsten Film. Weil, wie gesagt, dann ist es noch mehr Kalkül. Und dann ist es noch mehr die Frage, ey, was machen wir denn als nächstes? Und da merkt man halt, da steht halt so viel, muss da zurückstecken. Und ja, die Stunts sind wieder super. Und die Leute, die für die Stunts ins Kino gehen und auch sagen, dafür nehme ich auch so eine Soap-ähnliche Story in Kauf, die werden wieder super bedient. Und der Film wird auch an der Kinokasse einschlagen, hat er in den USA ja schon gemacht. Alles fein, völlig in Ordnung. Aber wenn man halt so ein bisschen dahinter guckt, dann merkt man, irgendwie ist da die Luft raus. Und wenn ich Fast and Furious und Peter Hase 2 am selben Tag gucke und ich denke mir im Nachhinein, das Finale von Peter Hase 2 war absurder als das Finale von Fast and Furious 9, dann hat Fast and Furious irgendwas falsch gemacht. Go, Peter Hase. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei dir. Alle Filme, die Gerne. Wir hier heute besprochen haben, kann man bei deinem Frische-Filme-Podcast nachhören. Wahrscheinlich die Looney Tunes, den Space Jam noch nicht, aber dann genau, im Laufe der Woche. Genau, ab Donnerstag dann. Ab Donnerstag dann, okay. Ich bin sehr gespannt. Wunderbar. Ja. Dann wünsche ich dir eine gute Kinowoche und sage bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück und haben noch ein Thema, das eher in Richtung Serie geht. Und jetzt möchte ich von dir wissen, Niki, wie hältst du es mit Game of Thrones? Thrones. Ich war erst skeptisch, dann war ich verliebt, dann kam die 8. Staffel. Ungefähr so gehen meine Gefühle bezüglich Game of Thrones. An sich bin ich immer noch ein bisschen hyped, was die Prequel-Sequel-Serie angeht und alles, was in Planung ist. Aber so die 8. Staffel war schon ein bisschen eine Enttäuschung von Game of Thrones. Da nochmal zur 8. Staffel gesagt. Also eigentlich geht es mir genauso wie dir, nur dass ich von Anfang an schockverliebt war in diese Serie. Also ich fand auch schon die 1. Staffel mega. Und ich muss wirklich sagen, ich habe nichts in meinem Leben, und das meine ich vollkommen ernst, so oft gesehen wie Game of Thrones. Und ich glaube, so viel Zeit daran investiert. Ich habe wirklich bis zur 6. Staffel alles 4-mal gesehen. Oh. Ich hatte 4 verschiedene Freunde und Freundinnen zur damaligen Zeit, die gerne Game of Thrones geguckt haben. Und dann habe ich mit jedem, weil es auch kein wirklich geschlossener Freundeskreis war, mit jeder Person einzeln nochmal die neue Folge geguckt. Oft auch so getan, als würde ich sie gar nicht kennen. Aber ich kannte sie in Wirklichkeit schon und die Überraschung gut gespielt, was mir ganz gut gelungen ist, glaube ich. Deswegen, das war wirklich mein Leben. Ich bin gleich auf. Zeit. Also ich habe die 3-mal durchgeguckt bis Staffel 6 und dann 7 und 8 war ein bisschen weniger. Das spricht für oder gegen die Qualität von Staffel 7 und 8. Ja, und jetzt gibt es, du hast es gerade schon angesprochen, News bezüglich einer Prequel-Serie. Mhm. Es gab ja zwischendurch, glaube ich, sogar einen Piloten mit Naomi Watts zu einer anderen Prequel-Serie von Game of Thrones. Aber wurde doch dann eingestampft, ne? Genau, abgesägt, hat wohl nicht so überzeugt, was auch immer da rausgekommen sein mag bei diesem Piloten, obwohl ich das sehr schade finde, weil Naomi Watts eine richtig coole Schauspielerin ist und ich sie gerne als Targaryen gesehen hätte, wenn das ihre Rolle gewesen wäre, was ich glaube. Und jetzt gibt es einen komplett neuen Cast und das ist vielleicht das Spannendste an diesem Projekt, es hat absolut nichts mit David und Dan zu tun, den Schöpfern von Game of Thrones. Also sie scheinen da überhaupt nicht involviert zu sein. Die waren ja auch, glaube ich, kurzzeitig für eine Star Wars Spin-Off-Reihe irgendwie nochmal geplant oder Serie sogar. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch zustande kommt nach diesem Desaster von Staffel 8 Game of Thrones. Ja, und wer ist so dabei? Matt Smith ist zum Beispiel dabei. Wir kennen ihn als den charismatischen Dr. House, wollte ich schon sagen. Dr. Who, natürlich. Dr. Who. Oder wie hieß nochmal diese Netflix-Serie mit Jessica Jones? Jessica Jones, das war eine Netflix-Serie, ja. Diese Superhelden-Serie, ich glaube, da hat er auch den Bösewicht gespielt. Auch irgendwie so einen bösartigen Freak, der Gedankenkontrolle machen kann. Ja, und hier spielt er jetzt einen Charakter. Ich würde vermuten, er könnte böse sein.
namens Daemon Targaryen. Das klingt schon irgendwie ein bisschen unheilvoll. Der nicht ganz im Mittelpunkt steht. Es gibt wieder einen König. Das Ganze spielt 170 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones, der irgendwie ein bisschen zu nett ist. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die haben Interesse, auch auf dem Eisernen Thron zu sitzen. Dann gibt es noch so ein paar Frauenfiguren, die eigentlich an der Macht sein sollten, es aber nicht durften, einfach weil sie Frauen sind. Und dann gibt es noch Daemon Targaryen, der irgendwie ein bisschen gefährlich aussieht und ein bisschen... Man weiß nicht so genau, wie der drauf ist. In der Theorie klingt das doch schon mal vielversprechend. Es klingt vielversprechend, es klingt so überraschend logisch schon. Also ich finde, ja, die Charaktere sind so aufgestellt, dass man wie bei so einer Murmelbahn das jetzt eigentlich nur anschubsen muss und genau weiß, was passiert. Okay, also dass der liebe König da wahrscheinlich nicht die ganze erste Staffel lang auf dem Thron sitzen wird, wenn es dann einen Charakter namens Daemon gibt, das... würde ich denken, und ich glaube auch, Game of Thrones hat viel, viel gut zu machen. Ja, definitiv. Was weibliche Charaktere, die ein Interesse am Thron haben, angeht. Aber wieso gut machen? Wie meinst du? Also das wurde ja relativ negativ besprochen und ich kann das auch vollkommen verstehen. Ich habe mich auch sehr darüber geärgert, wie am Ende dieser Wandel bei Daenerys... Spoiler? Ja, Game of Thrones noch nicht gesehen, come on. Trotzdem. Sag mal hier. angeht, dass sie irgendwie so 7 Staffeln lang ein bisschen so eine unangenehme Herrscherin war und dann aber so innerhalb von 2 Minuten aus keinem ersichtlichen Grund completely nuts geht und diese Stadt niederbrennt und natürlich auch da so, ja, okay, unangenehme, okay, Stereotype der Frau, die ihre Emotionen nicht kontrollieren kann und wo sich die Augen nach innen drehen und sie sagt, ich muss alles verbrennen. Also, vielleicht sehe ich das, also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders sogar. Ich fand es eigentlich, okay, sehr erfrischend, wie die das dargestellt haben, so, dass auch mal so weibliche Charaktere so sich verhalten können wie Männer in der Serie. Das fand ich doch eigentlich ganz cool. Und auch dieser Verlauf, dass Daenerys immer madder wird. Man vergisst ja ganz gerne, was hier alles passiert ist in dem Verlauf. Und ihr Vater ist im Endeffekt der König, der alles niedergebrannt hat. Und ich glaube, da wollten die den Kreis schließen. Die haben das ein bisschen unlogisch, oder nicht unlogisch gelöst, aber ein bisschen löcherbehaftet gelöst. Aber ich fand tatsächlich es ganz schön, mal zu sehen, dass die das doch mehr auf die weibliche Tyrannei drehen. Also ich, grundsätzlich gebe ich dir recht und ich hätte das auch akzeptiert unter anderen Vorzeichen, wenn es nämlich, okay, nicht auf diese Art und Weise, du sagst es eigentlich schon, es war vorbereitet, staffelnlang, die hat so viel verloren, dann verliert sie, nochmal Spoiler, irgendwie eine Folge vorher ihre beste Freundin, Miss Sunday, und Gott hab sie selig, und ihr, den Drachen. Ihr Kind, ach so, ja, den Drachen, ja, den auch, und dann ist, was hat Jon Snow gemacht, war mal irgendwie Nachmittag nicht da oder nicht nett zu ihr, dass sie komplett durchdreht, aber das ging dann einfach alles viel zu schnell und hat einfach gewirkt wie so eine komische Stimmungsschwankung bei ihr. Und das fand ich, hat irgendwie auch nicht so ganz zu dem Charakter gepasst, wie wir ihn, ja, okay, am Anfang dieser Staffel noch kannten. Und das war, der Staffel oder der Serie? Na gut, da hat sie einen langen Weg zurückgelegt. Aber ich habe das Gefühl, bis Staffel 7 ist das alles noch relativ nachvollziehbar. Mhm. Und dann macht Daenerys immer einen ganz komischen Slalom, wo man so gar nicht mehr weiß, was da passiert. Doch, da bin ich absolut bei dir, ja. Und das fand ich etwas enttäuschend. Deswegen glaube ich, so wie das jetzt aufgestellt ist, könnten wir diesmal quasi das nochmal sehen. Aber nicht mit Daenerys, sondern mit einem anderen Charakter oder mehreren, die dann dort die Macht an sich reißen. Obwohl, zu positiv kann es wahrscheinlich nicht sein, denn sonst wüssten wir in der Welt von Game of Thrones davon. Das ist ja 170 Jahre später dann die Hauptserie. Mhm. Und George R. R. Martin ist Produzent. Oh. Und das, okay, lässt ja erstmal auch... auf Gutes hoffen. Ja, würde ich auch denken. Obwohl der endlich mal sein scheiß Buch da zu Ende schreiben soll. Was, der macht ja wirklich alles. Der macht ja wirklich alles. Der hat jetzt auch dieses Videospiel da mitentwickelt. Right, ja. Wie heißt es noch gleich? Das von den Dark Souls-Machern. Ah! Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, nein. So viel Zeit muss sein. Ja. Weil das ist ja wirklich so ungefähr das meist erwartete. Elden Ring natürlich, Elden Ring. Elden Ring. Und da hat er irgendwie die Hintergrund-Lore für gebastelt, was natürlich mega cool ist. Aber George, bitte setz dich doch nochmal an deinen PC und schreib in deinen Texteditor einfach dieses 6. Buch zu Ende. Und dann meinetwegen das 7. noch hinterher. Egal, alles, was unseren Game of Thrones-Schmerz ein bisschen lindern kann, das täte uns gut. Und die Prequel-Serie kann da vielleicht auch helfen. Aber get back to work, please. Okay, ich glaube, wir sind soweit durch. Nur dann,
Danke fürs Zusehen. Kommentieren, abonnieren, Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer euch gefällt. Aber schon eher Daumen hoch. Wir haben das nur so gesagt für den Daumen runter. Macht es nicht, bitte. Obwohl doch, macht es egal. Habt ihr Bock auf die Game of Thrones Prequel-Serie und wie schlimm oder hey, überzeugt uns vom Gegenteil, war für euch die 8. Staffel Game of Thrones? Das würde uns sehr interessieren. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche und schreibt uns euer Lieblings-Tarantino-Zitat, damit wir dieses Buch loswerden. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.